Ja, hallo, mein Name ist Christian Schimmer, ich bin Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Und ich wollte erstmal was ganz Neues ankündigen. Es gibt mal erstmalig ein Liebeship-Café hier in Hamburg. Das ist in einem Café in der HafenCity. Das würde ich nochmal hier drunter verlinken. Und das geht los am 18. September, 19 Uhr, wird 20 € kosten. Wird erstes Mal wird es gehen ums Thema Dating. Wie kann ich richtig daten? Ich werde ein bisschen lesen aus meinem Buch, werde erzählen, werde Fragen beantworten und glaube, es wird total cool. Es ist ein super geiles Café. Und ich verlinke mal, wenn ihr da Karten haben wollt, ich denke, die werden schnell weg sein. Verlinke ich mal unter dieses Video. Ja, wir haben heute eine Frage von, die hat sogar ihren echten russischen Namen gesagt, von Angelika, wunderschöner Name. Lieber Christian, ich bin Angelika, ich wende mich mit einem unfassbar großen und belastenden Problem an dich. Liebessucht. Deine Videos habe ich alle gesehen, einige regelrecht studiert. Deine Kurse gemacht, das Buch gelesen, seit 4 Jahren mache ich nun schon die Arbeit an mir und du hast mir unfassbar geholfen, mein Kernproblem zu erkennen. Nun kenne ich es und weiß nicht weiter. Ich mache seit Jahren Therapie und hier bin ich sehr weit gekommen, doch an meinem Kernproblem tut sich nichts. Ich sage immer, dass die Therapie und die Arbeit an mir selbst die Schalen meiner Zwiebel geschält hat. Nun sind wir in der Mitte angekommen. Das Kernproblem liegt nackt da. Ich weiß nun, dass ich Angst habe, einsam zu sein. Alleine sein kann ich, aber ich brauche die emotionale Bindung zu Männern. Ja, dann kannst du nicht alleine sein. Das ist ja der Witz beim Alleine sein und dass es eben ohne die emotionale Bindung zu Männern gemacht wird. Und ja, du sagst, du brauchst es, aber es ist ja ein Irrtum, du brauchst es ja nicht. Keiner braucht es. Also uns allen reicht eigentlich, aber ich kann das auch nicht 100% umsetzen, aber uns allen reicht eigentlich die Verbindung zu unserer Seele, zu unserer eigenen Quelle. Das reicht eigentlich völlig aus und ist sowieso eigentlich theoretisch das, was man sich am meisten drum kümmern sollte im Leben. Weil alles andere kommt dann von selber. Aber ist leicht gesagt, ich weiß, aber da ist der Denkfehler, ne? Freunde habe ich, aber die geben mir oft nicht dieses Gefühl. Ja, ist halt Liebessucht, ne? Und Freunde brauchst du eigentlich auch nicht. Eigentlich braucht man niemand, aber zugegebenermaßen ist es mit Freunden leichter. Es ist suchtartig, teilweise bin ich obsessiv. Ich würde sagen, ich bin liebessüchtig. Und ich habe kein eigenes Leben. Ja, das ist das Zweite, was ich immer sage. Mach dein Leben nice, geil. Ohne das geht's nicht, ne? Also natürlich schon, aber der Fokus liegt immer bei den Männern. Kurz zu mir, seit 3 Monaten bin ich Single, sonst konstant in Beziehungen. Teilweise waren die Übergänge fließend, ja, das ist so typisch, ne? Beziehungen zu Männern dominieren mein Leben. Ich kenne meinen Vater nicht, Stiefvater war plötzlich weg, ja, alles ganz normal, ne? Mein Bindungsmuster ist aber ironischerweise so gestrickt, dass ich immer Männer date, die absolut bedürftig sind und sich letztlich gar nicht um mich kümmern. Das ist jetzt nichts ironisch, das ist so Standard, glaube ich, in dem Fall, weil du ziehst ja das Gegenteil an, ne? Du kennst es ja, dass Männer nicht für dich da sind und dann ziehst du das an weiter, ne? Das ist ja der Liebeschip. So, Drogensucht, Narzissmus oder beides, ja. Andere Süchte, bindungsvermeidend. Und meine Aufgabe ist es dann, diese Männer von mir zu überzeugen, sie verliebt zu machen. Drittens, mich um sie zu kümmern. Ja, wenn du da meine Kurse, ich weiß jetzt nicht, welche du gemacht hast, reingeguckt hast, weißt du ja, das ist genau Definition von Co-Abhängigkeit. Dann weißt du, wo du ran musst, ne? Ich will sie haben, ihnen alle Schwüre abnehmen. Erst dann bin ich beruhigt und erst dann schaue ich, ob sie mal nur ob will. Die Angst, verlassen zu werden, ist zu Beginn des extrem hoch, also lovebombe ich. Ich mache alles, sage zu einem Ja und gebe rund 500%. Nach einiger Zeit und dem Wissen, dass der Mann mir verfallen ist, werde ich plötzlich bindungsängstlich. Was man hier schön sehen kann, ist, jetzt nehmen wir mal an, du würdest jemand anders, der dich gedatet hätte, würde eine Mail schreiben, der wird vielleicht das Gleiche sagen. Ich gerate immer an nicht verfügbare Frauen, erst geben sie Vollgas, also dann sind sie nicht da. Was man hier schön sehen kann, ist,
dass wirklich diese Pole manchmal schwer zu trennen sind und dass man sich einfach anzieht in diesen Polen. Man kann nicht sagen, so aus Versehen ist mir dieser und jener Mensch ins Leben gekommen, wir ziehen die an, ne? Weil wir auf irgendeiner Weise mit denen auf einer gleichen Schwingung sind und das ist nicht immer unbedingt was Gutes, aber was Gutes im Sinne von, wir dürfen uns weiterentwickeln, ne? Genau, und das ist der völlig normale Ablauf und Wahnsinn von Bindungsangst, Verlustangst, und auch Narzissten sind ja auch auf ihre Art co-abhängig, ne? Ich erinnere an mein Video, die drei Arten von Co-Abhängigkeit, oder mein Modul 4. So, das wiederhole ich seit Jahren. Das zu erkennen und zu benennen ist der Verdienst deiner Arbeit, denn ich dachte vorher immer, die anderen sind schuld. Die Männer sind die Bösen, aber ich spiele ganz perfide Spiele und kann und will das nicht mehr. Mein Glückwunsch, das ist ein Riesenschritt, meiner Ansicht nach. Toll. Ich habe die Pille geschluckt und sehe nun die Realität. Nun hänge ich fest. SLAA, Sex, Love, Addicts Anonymous. Eigentlich sehr geiles Programm. Mir ist es nur so ein bisschen aufs Negative fokussiert, aber auch was so die spirituellen Aspekte angeht, sehr cool. Also ganz toll eigentlich. Sind mir ehrlich gesagt zu so krass. Also ich kann mich dazu nicht überwinden. Aber ich möchte so gerne Hilfe bekommen, weiß einfach nicht wie. Ja, das ist jetzt so ein bisschen so, als wenn du mit jeder Faser, immer mal in der Arzt hat dir gesagt, deine Adern sind verengt und du musst aufhören zu rauchen. Du weißt mit jeder Faser, du hast das von X Ärzten bestätigen lassen, ja, das Rauchen ist schuld dafür, dass die Adern verengt sind. Und jetzt sagst du, es ist so, als wenn du sagen würdest, ja, ich kann aber nicht aufhören zu rauchen. Und ich will auch nicht zum Nichtraucherkurs gehen. Ist jetzt ein, der Vergleich hinkt, gebe ich zu, aber ja, und das ist okay, aber auch da, wir brauchen alle, müssen, glaube ich, in diese hundertprozentige Selbstverantwortung kommen, dass wir sagen, ja, es ist deine Entscheidung irgendwo, ne? Es ist nicht, dass du nicht kannst, du möchtest, was ich auch total verstehe, das ist, wie gesagt, überhaupt keine Kritik und hundertprozentiges Verständnis. Du möchtest einfach nicht diese unangenehmen Gefühle haben, die mit dem Entzug einhergehen. Aber wer soll dir das abnehmen, ne? Also außer Freunde, die du ja hast, oder du vielleicht Meetings oder ja, Therapie. Aber an der Sache, dass man so vielleicht aufhören muss zu rauchen, ist schwer dran vorbeizukommen, ne? Und so, wenn du jetzt diese emotionale Abhängigkeit ohne alleine sein auflösen könntest, wäre ja großartig. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wie. Und meiner Ansicht nach reicht ja auch schon, wenn man einmal 3, 4 Monate einmal komplett ohne Daten, Flirten, vielleicht auch mal einen Monat ganz ohne Männerkontakt. Ja, das machst du ja nicht für immer irgendwie, ne? Also, und ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, wie du denkst, irgendwie, ne? Ich habe Bücher gelesen und sehe wöchentlich eine tolle Therapeutin, die aber auf dem Gebiet nicht so spezialisiert ist und google ständig rum. Aber ich komme nicht weiter. Ich bezweifle so ein bisschen, ehrlich gesagt, dass du nicht weiterkommst. Ich glaube, du bist jetzt gerade in so einem frustrierten Moment. Und ich würde dich schon raten, mal zu gucken, ob du wirklich nicht weitergekommen bist. Also man muss auch sagen, jeder von uns packt sich unterschiedlich viel Sachen in seinen Rucksack. Es kann sein, dass du da oben gesagt hast, bevor du hergekommen bist, so aus irgendwelchen Gründen, ich packe mir jetzt richtig viel rein. Und ja, andere packen sich vielleicht weniger rein oder packen sich andere Sachen rein. Aber das ist so ein bisschen wie, ist eigentlich so verzagt, ne? Versuche irgendwie gute Laune zu behalten. Ich weiß auch wirklich jetzt, ehrlich gesagt, nicht, welche Kurse du gemacht hast. Ich habe das jetzt eben nicht gefunden in meinen Kursen. Aber was ich immer wieder sage, macht das Leben nice, geil. Eigentlich sind die Tools drin in meinen Kursen. Das macht vielleicht nicht immer so viel Spaß wie, also Spaß in Anführungsstrichen, wie Flirten und was weiß ich. Es kann sein, aber es ist halt nachhaltiger, ne? Und also ich musste jetzt zum Beispiel auch meine ganze Ernährung komplett umstellen. Kein Zucker, kein Alkohol, kein Fett, kein Kaffee, kein Weißbrot. Hat mir ja Spaß gemacht. Hatte ich Entzugssymptome? Also ich verstehe das hundertprozentig, aber wenn man es einmal gemacht hat, muss ich auch mal dran denken, dann fühlt man sich echt ziemlich geil, ne? Ich fühle mich jetzt auch gerade ganz geil, dass ich das gemacht habe und die Ergebnisse sehe und ja.
Also, ich hoffe, ich kann dich ein bisschen motivieren und ja, denk daran, es ist alles okay. Es ist jetzt nicht, also es ist sowas kein Krebs oder irgendwie sowas. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht furchtbar ist, aber du kannst da weiterkommen. Also verlier das Vertrauen nicht. Und manchmal hängt man auch selber ein bisschen, also was sage ich auch aus eigener Erfahrung, selber mehr im Drama, als man so denkt. Und aber auch dazu sind eigentlich Tools in meinen Kursen, das mal anders zu sehen, Dankbarkeitsübungen zu machen, zum Beispiel fällt mir jetzt für dich ein. Ich weiß nicht, ob du die wirklich konsequent gemacht hast. Wenn man die Sachen nicht konsequent macht, entfalten sie auch nicht so ihre Wirkung. Das ist auch, oder nehmen wir mal meditieren, das empfehle ich ja auch vielen. Und ich habe früher hab ich auch mal gesagt, ach scheiße, meditieren. Ja, habe mich da 3 Minuten hingesetzt und ja, was soll's. Und man braucht den Druck, man braucht auch irgendwie, dass man so richtig auf der Schnauze liegt, dass man endlich sagt, okay, gut, ich mache es jetzt auch, ich meditiere jeden Tag viel mehr und merke es mir total gut, frage mich, warum ich es nicht früher gemacht habe. Aber so ist man halt. Also mit dir ist da aus meiner Sicht nichts falsch. Das ist so der Ablauf dieser Problematik. Und ich würde, wie gesagt, guck mal wirklich, ob du wirklich diese konsequenten Übungen machst. Nimm jetzt nur mal eine Sache raus, die Dankbarkeitsübungen. Oder nimm dir mal einen Monat vor Datingpause. Fang auch ganz klein an, ne? Oder kannst natürlich auch, momentan gibt es dann auch die Möglichkeit, Sessions zu machen bei mir. Mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht in meinem Arsenal. Aber ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, vielleicht ist es nicht ganz so dunkel, wie du das gerade siehst. Genau. Ja, also, weil meistens hängt es doch daran, dass man die, was weiß ich, bleiben wir mal bei dieser Raucheranalogie, dass man die Nikotinpflaster zum Beispiel nicht nimmt, ne? Oder was halt der Nichtraucherexperte da empfohlen hat an Sachen. Und wenn du jetzt sagst, ich kann es meinem besten Willen im Moment nicht, ist doch nicht schlimm, du hast echt ein ganzes Leben Zeit daran zu arbeiten, bist echt noch voll jung und mach da jetzt nicht so ein Drama raus. Also du hast 32 Jahre einen riesen Schritt gemacht, indem du hast die Pille geschluckt hast und das erkannt hast und jetzt weißt du momentan noch nicht, wie man es umsetzt, aber ganz ehrlich, das ist total normal. Das ist super normal, super normal, super normal. Und ich denke, das sind auch häufig so einzelne Tage, wo es einem so mega schlecht geht, ne? Oder komm in das Liebeship Plus Forum mit Meditation, das macht auch bald wieder auf. Also nutz die Tools, die da sind und verzag nicht. Also es wird garantiert besser, auch wenn du im Moment nicht weißt, wie. Dann lenk dich gegebenenfalls mal ab, guck Serien. Eigentlich alles drin in meinen Tools. Keine Ahnung, zieh dir jeden Tag so eine Trance-Übung rein, Power-Trance, Power-Talks. Also man muss manchmal richtig aus allen Rohren feuern, dass man so da weiterkommt. Da hilft wirklich viel. Hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Also was mein volles Mitgefühl auf jeden Fall ist, ein bisschen schwierig so per Mail, aber weil ich weiß, dass es bestimmt vielen so geht, habe ich dir jetzt mal vorgelesen. Also, bleib dran.